Hallihallo, hallöle, liebe Leute, und willkommen bei Let's Play Hängen wir auf dem Desktop rum. Genau. Wir bleiben heute komplett auf dem Desktop. Hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Und warum steht da oben Desktop Dungeon? Let's Play Desktop Dungeon. Was ist das zur Hölle? Ihr seht das nicht hier. Das ist auf meiner externen Festplatte. Und gerade etwas beim Umräumen ist mir aufgefallen. Hey, erstmal könntest du den Papierkorb entleeren. Genau, tolle Sache das. Und dann öffnest du einfach das Spiel. Tada! Und das ist Desktop Dungeons Version, Volume, genau. Version 0.15. So, was ist das für ein Spiel? Das ist ein kleines kostenloses Spiel, das könnt ihr euch kostenlos über Google suchen und auch runterladen. Das ist eine RAR-Datei. Und hier hat man die Möglichkeit, eine Rasse zu wählen, Pick a Race. Dann kannst du oder kann man eine Klasse wählen, Pick a Class. Die haben jeweils verschiedene Fähigkeiten bzw. Eigenschaften. Genauso wie das auch bei der Rasse der Fall ist. Und dann gibt es halt noch verschiedene Spielmodi. Ja. Dann kann man Sound und Title Set noch verändern. Nee, wir haben nichts. Wir haben nichts anderes. Tschüss. Gut, jetzt muss ich das nochmal neu starten. So sieht das eigentlich aus, wenn man das anfängt. Eins, drei. Alles wunderbar. So, und dann machen wir wieder Vollbild. Ihr sollt ja auch alles sehen. So, mein Profil ist Ari, your current user account, click here to switch to another profile. So, und da würde ich jetzt auch sagen, nachdem die Grundlagen erklärt sind, zeige ich euch auch mal, wie das ganze Spiel funktioniert. Am Anfang nehmen wir einfach mal den menschlichen Kämpfer. Genau. Und auf normal. So. Hier sind wir und wir haben jetzt die tolle Fähigkeit, dass wir die ganzen Feinde, die auf der Karte zu sehen sind, die unser gleiches Level haben oder darunter liegen, die können wir einsehen. Da können wir sehen, wo die sind. Und hier eben zum HUD etwas erklärt. Das ist unser tolles Bildchen, damit wir uns hier auf der Karte wiederfinden. Hier ist der Spielername, hier wie viel Gold wir haben. Maximum Gold ist 70. Unser Piety, das heißt so viel wie Glauben, weil wir werden nachher auch die Möglichkeit haben, je nachdem, wie viele wir hier drin jetzt finden, einen Altar zu finden von den verschiedensten Göttern und die können wir anbeten. Und je nachdem, wie wir uns dann verhalten, kriegen wir mehr Piety oder nicht. Dann haben wir natürlich ganz klassisch Health Potions, also Lebenstränke, und Mana Potions für die Mana-Punkte. So. Das ist unser Angriff. Hier könnt ihr immer nachsehen, wie viele Angriffspunkte wir haben. Momentan haben wir einen Base Damage, also Standardschaden von 5, Lebenspunkte von 10 und Mana-Punkte ebenfalls von 10. Und wir sind noch auf Level 1, wie wir hier unten auch schön an der grünen 1 erkennen können. Ja, und je nachdem, wie viele oder was wir töten, kriegen wir halt auch Erfahrungspunkte und können im Level steigen. Das wird das nächste Mal so sein, wenn wir 5 Erfahrungspunkte gesammelt haben. Hier sieht man die tollen Fußstapfen. Und es gibt verschiedene Gegner. Hier ein Abklatsch von Meat Boy, Super Meat Boy. Aber hier ist es einfach nur Meat Man. Und je nachdem, welche Gegner man hat, gibt es auch verschiedene Eigenschaften für die Gegner. Der Meat Man hat besonders viele Lebenspunkte. Das wird nachher auch recht nervig sein, je nachdem, was für ein Bossgegner hier kommt. Denn in jedem Dungeon ist immer irgendwo ein Bossgegner versteckt. Und das ist das Ziel, diesen umzubringen. Dann hat man das nämlich geschafft. Im Grunde genommen muss man gar nicht mal alles töten, was hier rumkreucht und fleucht, sondern man muss einfach nur den Bossgegner töten. Da hat man das geschafft und man kann die letzten Viecher noch überleben lassen. So, man kann hier jetzt toll rumgehen. Und wie hier zum Beispiel auf diesen Gegenstand gehen hier. Das ist I'm a Wall. Imawall. Das ist ein Zauberspruch. Und dieser Zauberspruch hat Turns an enemy into stone. Ich weiß jetzt nicht, ob man das.
Ne, das ist wie eine Schrift echt so scheiße gemacht. Okay. Hier steht Pickup. Das heißt, wir können diesen Zauberspruch in eine unserer drei Slots mitnehmen. Da ich jetzt allerdings kein Zauberer bin und da ich nicht unbedingt das Verlangen habe, die Gegner in Steine zu verwandeln, wie hier, dann kommen wir da nämlich nicht mehr durch, ziehen wir das einfach hier hin. Weil. Ja, ah, mach weg. Drossglyphs here to convert them. Wir sind Menschen und die Menschen haben die Eigenschaft, wenn wir einen Zauberspruch hier reinstopfen, dann wird das hier zum Basisschaden hinzugefügt. Warum haben wir immer noch 5? Ganz einfach. Weil hier immer noch steht Bonus 0 in Klammern 10%. Alles, was wir hier umwandeln beim Menschen, gibt plus 10%. Und das wird nachher noch toll wichtig werden. So, jetzt muss ich aber hier erstmal etwas rumgehen. Hier liegt Gold rum. Haben wir ein Gold bekommen? Haben wir zwei Gold bekommen? Und jetzt, das hier sind Booster für die HP. Jetzt suche ich gerade aber erstmal nach etwas, was leicht zu töten ist, aber. Wow, genau. Ha, you have something Frank want. Don't worry. Frank got at prying. Oh, what? Frank good at prying open skull. Frank be kind and eat you quickly. Regards, Frank the Zombie. Genau. Undead. Frank doesn't care much for your attitude. Jump. Das ist also wie gesagt der Boss und er ist auf Stufe 10. Das ist auch die höchste Stufe, die ich bisher kenne. Ich weiß nicht, ob es nachher Spielmodi gibt, wo es noch höher ist, aber ich glaube nicht. So. Das ist Angriffsbonus. Jetzt haben wir plus 20%. Jeder dieser Teile gibt auch nochmal plus 10%. Und hier diese Lebenspunkte-Block, was ich gerade nicht erklärt habe. Oh Gott, oh Gott. Die geben 1 am Anfang und je nachdem, welches Level man nachher ist oder wie viel maximale HP man hat, desto mehr kriegt man nachher auch. Und ich schaue mich hier erstmal um, um zu gucken, was ich hier sonst noch mitnehmen kann. Was greifen wir jetzt als erstes an? Wir könnten uns daran versuchen, aber das reicht nicht, weil wir keinen Erstschlag haben. Also müssen wir uns mit den Creeps am Anfang rum. Das war. Wieso greife ich einen Level 3er an? Das war Glück, dass ich überhaupt noch überlebt habe. So ein Bockmist. Warum mache ich das? Ja, jetzt müssen wir das schon verwenden und ja, ich glaube, jetzt kommen wir hier schon gar nicht mehr raus, weil ich so einen super Start gemacht habe. Zack, tot. Krach, bumm, Ente. Wenn wir einen auf dem gleichen Level töten, kriegen wir genauso viele Erfahrungspunkte, wie das Level beträgt. Da wir allerdings Krieger sind, kriegen wir immer plus 1 noch dazu, obendrauf. Und wenn wir einen besiegen, der über unserem Level ist, dann kriegen wir dementsprechend auch mehr Erfahrungspunkte, wie ich euch jetzt auch zeigen werde. Wir würden 3 kriegen, hier, 3, 3, 3, würden, da wir Krieger sind, plus 1. Wir müssten also 4 kriegen und auf 5 insgesamt hoch. Aber das stimmt nicht. Wir kriegen 7, weil wir ein Monster besiegt haben, was stärker ist als wir selbst. Und das gibt eine tolle Belohnung. So, dann. Hier haben wir übrigens einen Altar, das ist von The Earth Mother. Pray. Dann muss man auf Worship klicken, dann ist man nämlich ein Anhänger davon. Allerdings habe ich jetzt nicht sonderlich Lust, hier für Earth Mother zu beten, weil das ist eher etwas. Ich weiß nicht genau, also ich finde Earth Mother aus meiner Sicht recht sinnlos, besonders Stoneform ist ziemlich nervig im Endeffekt. Aber da wir das nicht wollen, machen wir das wieder weg. Das ist Lemmy C. Das nehmen wir auch auf. Und machen das wieder in Angriffsschaden. Dann nehmen wir die Health Potion. Das ist mir zu stark. Mehr Mana. Und da sind immer tolle Gegenstände drin. Wie hier zum Beispiel eine Health Potion. Die nehmen wir auch mit. Und dann verschwindet die Kiste auch schon wieder. Fireball. Fireballs sind nützlich. Warum nehme ich das nicht mit? Mitnehmen. Jetzt können wir den Fireball sogar zweimal machen, wenn wir ausreichend Mana hätten. Und das mache ich jetzt auch mal. Benutze ich das auf den. Und nochmal.
Dann haben wir einen kleinen Vorteil und kriegen jetzt, weil er sogar zwei Level über uns ist, noch mehr Erfahrungspunkte. Ha! Wunderbärtig. Dann kloppen wir noch den zu Klump. Sind auf Stufe 4. Jetzt könnten wir uns mit einem Stufe 5er anlegen, wie den hier, aber der zieht uns selbst noch zu viel Lebenspunkte. Dann müssen wir uns mit was anderem kloppen. Mit dir. Danke. Obwohl, wieso mache ich es mir wieder da umständlich? 1, 2, paf. Was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, dass die Zauber, beziehungsweise Burn Day, was? Wie heißt das? Burn Day Russ. Russ? Das sind eigentlich immer irgendwelche Sätze, aber damit kann ich gerade nichts anfangen. Burn Day Russ. Iras, Iras. Ah, Burn. Was? Moment. Ach, verdammt. Burn da your ass. Burn da your ass. Okay, das verstehe ich ein bisschen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Das reicht erstmal. Etwas weiteres Tolles, was uns aber noch nicht so viel bringt. Ich will das erstmal alles in Bonus umwandeln. Dann sammle ich Ui. Hier nochmal, dann wir sind jetzt gerade Level 4. Das heißt, wir könnten den kriegen. Wir machen 16 Schaden damit. Machen wir das so und haben den besiegt. Ah, das Spiel ist toll. Warum mache ich das? Egal. kriegen wir den? Wir machen 20 Schaden. Das heißt, wir können zweimal machen. 40. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Weil wir machen genau 37 Schaden. Peng! Ich glaube, das kriegen wir hin. Das wäre schon mal ein sehr guter Start für dieses LP. Und das wäre das erste LP, was ich nicht mit Fraps aufnehme. Das ist also jetzt die Entjungferung für Camtasia. Weil Fraps will hier nicht mitmachen. Fraps mag das nicht. Fraps sagt sich, nee, das ist kein Spiel, was ich aufnehmen kann. Da mache ich nicht mit. Und da habe ich mir gedacht, kein Problem, ich habe ja noch was anderes. Zack, tot. 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 So. Wir sind Stufe 6, das heißt, das macht wieder mehr Schaden. Ja. Haut drauf. Victory. Mach kaputt. Ein weiteres. Tiki-Toki. Tiki-Toki ist für uns leider auch nicht so lukrativ, weil das ist eher etwas für jemand, der viel Geld hat, weil je nachdem, ob man jetzt für diesen Altar beten will, muss man bestimmte Sachen schon haben. Wie zum Beispiel hier muss man dann 10 Goldmünzen abgeben. Allerdings ist Tiki-Toki an sich schon eher für Diebe oder Thief, für Assassin oder sowas geeignet. Und nicht unbedingt für, ouch, einen Krieger. Das hätte ich vielleicht erst so machen sollen. Dann, genau. So. Die ganzen schwarzen Felder, wenn man die erkundet, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen, kriegen wir Regeneration von Lebenspunkten und von Mana. Von Mana haben wir gerade viel weniger. Und haben einen neuen Altar gefunden von Tarok. A blazing torch burns fire fiercely upon the altar of Tarok, the god of battle. Eschwing the use of magic, this god rewards any and all followers who demonstrate their faith with blood and steel. Das wäre für uns eigentlich sehr lustig, sehr gut. Penetration, set physical to zero, das wäre... Ja, aber die haben ja gar keine Resistenzen hier, also macht das wenig Sinn. Das Einzige, was toll wäre, wäre Rage, aber dafür brauchen wir viel, oder? Oh, 90, okay. Das kann etwas dauern. Jetzt müssen wir auf jeden Fall das wegmachen. Dann kriegen wir
5 Piety, weil Torak reveals in the destruction of magic. So,